Hallo meine lieben Freunde, meine Brille ist dreckig, ich hab gute Laune und wir spielen jetzt Harvest Moon, Friends of Mineral Town. Ja, erstmal mit dem Hammer draufhauen. Gut, was müssen wir machen? Wir haben diesen Tag hinter uns, wir können eigentlich rein theoretisch direkt schlafen gehen. Warum machen wir das dann nicht? Ich hab's wieder mal verpasst. Yo, das passiert. Immer dieses Warten. Schlimm. Ganz, ganz schlimm. So. Hallo Hund. Gut, schauen wir mal, was ansteht. Ui, das Kuhfestival ist morgen auf den Rosenplatz. Wenn du eine ausgewachsene, nicht trächtige, gesunde Kuh hast, kannst du teilnehmen. Ich wette, du kannst nächstes Jahr teilnehmen. Bis morgen. Jo, bis morgen. Ja, leider Gottes haben wir gerade keine ausgewachsene Kuh. Das heißt, theoretisch brauchen wir sie auch noch nicht melken. Wir können die schon wieder ernten. Das ist ja geil. Das ist stylisch. Das ist cool. Dann machen wir das. Bam. Oi, five. Finde das echt nervig, dass ich da nicht an diesem blöden Mittel-Ding drankomme. Kommt vor, hör auf zu pfeifen. Es ist Sonntag übrigens. Nee, Sommer. Sommer-Samstag. Irgendwie bin ich gerade so ein bisschen verwirrt. Dann nehmen wir den hier gleich komplett mit für... Das gibt ja eigentlich relativ viel, ne? Ach, ich bin schon wieder voll. Also, die Figur. Dann... Eins, zwei, drei, vier, fünf. Die kriegen jetzt trotzdem drei. Eins, zwei und drei. Steht da eigentlich drauf? Wasserstelle. Wisst ihr Bescheid? Bildet. Uno, dos, drei, vier und fünf. Bin echt mal gespannt, wann die anderen das fertig ist. Das dauert doch bestimmt gar nicht mehr so lange. Oder? Die sieht nämlich schon so fertig aus. Voll mitgenommen, ey. Ne, die kann ich noch nicht heben. Na, so. Und holjop. Und holjop. Holdi hopp. Ja, das dauert gar nicht mehr so lange. Dank der goldenen Gießkanne. Ich glaube, besser brauchen wir auch nicht. Also eine goldene reicht uns rein theoretisch. Der Rest ist einfach nur dann... Ja, da ich eh diese Technik bevorzuge, brauche ich nicht so viel. Hallo, ihr Hühner. Ich sehe nur drei Eier. Och Mann, wer ist denn jetzt schon wieder krank? Ihr seid doch so blöd. Ich hoffe, es ist Verkaufshuhn. So. Jo. Verkaufshuhn Nummer 2. Warum ist es traurig? Hat zu wenig Zuneigung. Ah. Da musst du dich glücklich fressen. Anders kann ich dir im Spiel leider nicht helfen. So. Gehen wir mal zu Muku. Sehen, was diese feine Dame zu uns zu sagen hat. Ich hoffe, es ist ein Weibchen. Das wäre nämlich doof. Aber natürlich. Bullen melken kommt ja auch wahrscheinlich nicht ganz so gut. Hallo. Froh siehst du aus. Hey. Und du willst nicht, richtig? Nope. Vielleicht wird's ja morgen... Ach ne, das bringt ja dann auch nicht viel. Eieieiei. 6 Stunden brauchen wir, um alles hier zu regeln. Erstmal zum Hotty-Hü. Hallo Hot-Hot. Oh, du bist ja schon da.
So, noch einmal striegeln. Danke, macht mir sogar Platz. Klasse Ding. Dann war's das auch schon. Was sagt denn unser Geldbeutel? Haben wir gerade gar nicht geguckt. 4000. Wow, was kann man sich dafür denn kaufen? Heieieiei. Wir können ja mal gucken. Ach, wenn ich diese Blumen schon sehe, ne? Die sind so unnötig. Wir gehen jetzt einfach mal spontan zum lieben, netten Onkel hier. Ui, eine Bäre. Gibt Geld. Vielleicht will der ja irgendwie... Also ich will mal wissen, was der Kram kostet, wenn ich anbaue oder so. Obwohl wir können uns rein theoretisch... Wie? Hat der Samstag zu? Natürlich. Und morgen hat er auch zu, weil er morgen da in diesem Festdings ist. Ah, Mann. Mann, 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 Mann. Bitteschön. Super. Einfach klasse hier. Badababam, bam, bam, badam, badam, bam. So. Was möchtest du? Mal gucken, was hast du denn so zu verkaufen eigentlich? Ich brauche Sonnengerät definitiv später. Weil ich habe ja noch keine, wie heißen sie denn noch? Kein Schaf, genau. Wir gehen zum Home-Shopping-Kanal. Also, nein, wir gehen da nicht hin, wir gehen zum... Ja, da hätte ich besser anders laufen können. Umweg, oh, was hat er? Hey, Bäbel, bist du auch für eine Pause hergekommen? Naja. Eigentlich bin ich hier, um teures Geld auszugeben. Aber hey! Ist ja fast das Gleiche. Ja, fast. Nein, da. Gasthof. Die haben zu, haben die offen. Ja, wir können kaufen. Eine Wanduhr, ne? War das die Wanduhr? Ja, das... Teleshopping-Kanal. Die Uhr kostet 2000. Ja, wir kaufen die Uhr. Uhr kaufen ist toll. Super. Klasse. Pep hat eine Uhr gekauft. Das muss ja schon fast eine teure Uhr sein, wenn die 2000 kostet. Wir gehen ins Bett. Ja. Und hoffen, dass die Ananas bald mal durch ist. Weil Ananas ganz lange braucht irgendwie so. Was gibt's denn hier jetzt? Ja, morgen ist ja das Kuhfest. Was ist denn hier? Feuerwerksfestival. Oh, da müssen wir doch hin. Da müssen wir auf alle Fälle hin. Ja. Ich wollte doch schlafen. Es ist so ruhig. So ruhig. Die Sonne scheint. Und das im Sommer. Wahnsinn. Sind sie jetzt fertig? Natürlich nicht. Oh, hab ich da etwa einen vergessen? Komm, dann schmeißen wir den hier mit rein. Wie viel haben wir denn jetzt an Ertrag bekommen? Boah, wieder so viel. Das ist echt cool. Ups. Na, dann können wir auch direkt hier die Hühner erstmal machen, wenn wir schon mal hier sind. Ich zähle wieder 4 Eier. Schön. Alle sind froh, alle sind glücklich. Einmal pfeifen, damit sie wissen, dass ich da bin. Weil ein Huhn ist blind. Ja, und deswegen möchte ich das nicht erschrecken, wenn ich es einfach hochhebe. Weil sonst legt das wieder ein Ei. Und ich kann doch nur 4 aufheben, weil der nur 4 Arme hat. Was rede ich hier eigentlich gerade für einen Stoß? Schande. So, Nummer 1. Ach ja, wir haben ja jetzt heute das Fest. Das Fest haben wir heute. Und ich hätte gestern in den Homeshopping-Kanal gucken können. Dann hätte ich erfahren, was ich als nächstes gekriegt hätte. Aber das haben wir vergessen. Schande. Dann eben nicht. Ja, wir striegeln die Box, weil die war dreckig. Und 1... Und 2, den Stein auch noch mitgießen. 3, 4, 5. Tada und Bam.
Einmal zur Kuh. Wann ist die denn ausgewachsen, meine Kleine? Ich wette noch nicht. Ja, so schon gar nicht. Bleib mal hier. Nein, schade. Lange dauert das bestimmt nicht mehr. Hoffe ich. Weil, wenn es lange dauert, ist doof. Das Pferd vergessen. Es schläft. So. Okay, wir haben Zeit. Was machen wir denn? Wir räumen jetzt um. So. Sieht ja schrecklich aus hier. Das dauert auch ewig um 3 Tage. Weil dann können wir schon mal langsam aber sicher hier unsere Wiese machen. Für die Tiere, wo die im Sommer hinkommen. Und ja. Na. Das dauert. Bam. Bam. Na, den kann ich noch nicht. Da muss ich erst. Nee. Da hau ich ja nächste Woche noch drauf. Hab ich gar nicht mit. Dumme Axt. Die dumme, dumme Axt. Ah, das Fest geht auch jetzt los, ne? Dann würde ich behaupten, wir gehen jetzt gleich erstmal zum Fest. Nachdem wir geaxtet haben. Heißt das geaxtet? Nee, ne? Passt. Die machen wir noch kurz hier. Nein. Putsch, 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 putsch. Ja, man muss nämlich ich weiß gar nicht, ob ich schon erwähnt habe, man muss die Gegenstände nämlich benutzen, um die aufwerten zu können. So, komm, wir gehen jetzt einfach mal, ne, ihr wisst wohin. Langer Weg. Hey, das Kuhfest. Hallo, alle Kühe hier sind sehr gute Kühe, findest? Nö. Der will nicht mit mir reden. Welche Kuh magst du am liebsten? Meine, aber die darf ja noch nicht mitmachen. Ich mochte keine Milch, aber jetzt liebe ich sie. Diese Kuh ist so groß und stark. Sie würde dich platt machen, wenn sie auf dich träte. Böse Kuh. Aus irgendwelchen Gründen mag mein Großvater nicht an Wettkämpfen teilnehmen. Wir können sicher gewinnen. Wir könnten, meine ich. Entschuldigung. Kühe sind niedlich. Ich mag, wie sie kauen. Ja. Du solltest jeden Tag Milch trinken. Ja, dafür müsste ich erstmal Milch haben hier. Da gibt's auch noch welche. Auf der ganzen Welt werden Kühe gehalten. Sie geben Milch und arbeiten hart. Kein Wunder, dass die Leute sich auf sie verlassen. Ich finde es so toll, für Kinder mit Tieren zu leben. Hä? Manche Eltern erlauben nicht einmal Hunde. Na, Hunde sind cool. Was sagst du hier? Gutes Mädchen. Ich liebe Tiere, besonders so sanfte wie Kühe. Wir wollen jetzt die Kühe bewerten, bist du fertig? Los geht's. Ja, wir sind soweit. Super, dann mal los. Das Kuhfestival ist nun vorbei. Wir bringen deine Kuh nach Hause, für dich heim. Also kannst du gehen. Ich habe noch nicht mal eine Kuh bekommen. Was soll denn der? Also ich habe noch nicht mal teilgenommen. Was soll der Rotz denn? Das war ein Spaß, zurück an die Arbeit. Ja, 18 Uhr. Schmeißen wir, haben wir alles gemacht? Eigentlich ist alles durch, ne? So, hier wurde fleißig. Ach, diese doofen Dinger, die gehen mir so auf den Sack jetzt. Ja. Ich würde sagen, wir haben's. Dann machen wir jetzt Heia.